Ja, da bin ich wieder. Tja, kurz nicht auf die Zeit geachtet und schon sind wir bei 20 Minuten. So schnell kann es gehen. Jetzt nehmen wir den Faresbogen. Habe ich den ausgerüstet? Ja. Da oben ist ein Gegner, den ich auf jeden Fall von hier aus abschießen möchte. Ich kann überhaupt nichts sehen wegen dieser Robe. Vielleicht tausche ich die doch aus, weil es bringt ja nichts, wenn ich nichts sehen kann. Ja, die Zauber werden hier zum Glück von diesen Guillotinen abgefangen. Aber wenn ich da gleich hingehe, auf dem gleichen Stockwerk wie der, dann wird er mich doch fast jedes Mal treffen können. Ich empfehle es übrigens nicht, hier mit erhobenem Schild immer durchzulaufen beim ersten Mal. Tatsächlich wird die eigene Hitbox dadurch größer und es kann sein, dass die Dinger einen runterschubsen. So, ich hab's vorher nicht, hätte ich das nicht geschafft, die zu one-hitten mit einer Riposte, hätte ich die Waffe nicht upgegradet. Deswegen sagte ich, es ist mir doch wichtig, ein bisschen mehr Schaden zu machen. So, da unten ist ein Item, das hole ich mir später. Und ja, das war eine Bodenplatte, wie ganz am Anfang. Tatsächlich ist hier dieser ganze Bereich, diese ganze Festung mit Fallen gespickt. Und jetzt kommt hier etwas à la Indiana Jones. Da-da-da-da. Au. Ja, ich werde den jetzt einfach hier an der Tür aufhalten und gucken, dass ich den nur mit den. Autsch. Mit den. Ging doch nicht. Scheiße. Naja, hau ich ihn halt so um. Ich wollte ihn nur von dem, hey, hör auf rumzuspringen. Durch die, Felsbrocken killen, aber. Oh, Schlangenschwert, toll! Wenn ich es nicht brauche, droppt es, vielen Dank. Schlangenschwert ist übrigens auch eine. Ah! Scheiße. Ist übrigens auch eine sehr dezent gute, Stärkewaffe. Von einigen Leuten sogar der Favorit. Aber ich brauch's ja nicht. Toll ist das, oder? Das macht Spaß. Ja, ich sollte vielleicht irgendwo mal dran denken, mir Reparaturpulver zu kaufen. Weil, vielleicht kommt es irgendwann mal so weit, dass ich nicht regelmäßig an einen Bonfire komme, um meine Waffen zu reparieren. Ja, Hartstahlring. Da steht irgendwas von erhöht Verteidigungskraft während Angriffen. Ja, so richtig glaube ich da nicht dran. Irgendwie funktioniert der bei mir nämlich nie richtig. Chotel. Ja, das ist eine Waffe, die der Lord Drake benutzt. Und das coole an dem Ding ist, dass das Schilder umgehen kann, mehr oder weniger. Und ja, wenn man das mit dem Harz kombiniert, was Gift auf die Waffe packt, dann kann man damit Leuten im PvP, die sich nur hinter Schilden verstecken, sehr gut erwehren. Where did you come from? Splendid news, I tell you. Ja, hier ist Sigmar ja wieder. Ja. Ich kann jedes Mal kaum den Drang widerstehen, ihm die Klippe hier runter zu schubsen. Aber so gemein sind wir nicht. Nein. So, jetzt warten wir, bis der nächste Felsen hier runtergekommen ist. Und dann, gehen wir hier hin und dann warten wir wieder auf den nächsten. Ja, man muss hier unbedingt ein bisschen Geduld haben.
Ein bisschen Wissen über den Bereich kann natürlich auch nicht schaden. So, jetzt warten wir hier. Hier ist nämlich wieder eine Bodenplatte und da kommt ein Gegner. Ich hoffe ihn, dass ich mit, dass ich ihn mit den drei Pfeilen, die da rauskommen, auf jeden Fall schon mal umbringen kann. Ja, komm rein, komm rein. Eins, zwei, drei. So schnell kann es gehen. Und so kann man sich die Umgebung zunutze machen. So, man könnte jetzt im Hintergrund so Geschleife hören. Da oben ist nämlich ein Hebel, mit dem man die Richtung von den Dingern... Ups. Nein! Scheiße. Nein, 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 nein. Genau, das war knapp. So, jetzt warten wir hier, bis das Loch zugemacht wurde. Und dann können wir durch die Wand, die nämlich dann aufgebrochen wird. So. Das hier sieht aus wie eine Kiste. Das ist aber in Wirklichkeit eine Mimik. Das heißt, das ist ein Monster, das sich als Kiste getarnt hat. Mimiken sind alles einzigartige Gegner, die nicht respawnen. Und wenn man, spätestens wenn man alle getötet hat, bekommt man einen Helm, der die Dropchancen erhöhen soll. Allerdings verliert man dadurch stetig HP. Es gibt zwei Arten, die außer Gefecht zu setzen. Erstmal nimmt man, ich glaube, so ein Talisman. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oh, ich hab den gar nicht dabei, glaube ich. Ne, doch, Lloyds Talisman nimmt man. Und wenn man damit dann trifft, dann werden die sozusagen paralysiert, aber man kann sich dann trotzdem den Loot von denen mitnehmen, weil jeder einzelne von denen hat einen bestimmten Loot, den der auf jeden Fall droppt. Plus halt den Helm manchmal. Und jetzt hauen wir es einfach mal um. Wenn man das hier zum ersten Mal spielt, dann sollte man vielleicht darauf vorbereitet sein, dass jede Kiste von jetzt an eine Mimik sein könnte. Witchbell, der ist wirklich nicht übel. Den habe ich schon mal eine Weile probiert. Den, beim nächsten Mal vielleicht. Und jetzt ist hier die Wand aufgebrochen. Wir holen uns das Item und das ist Trommelwirbel. Goldschlangenring. So, jetzt haben wir das Item, was ich haben wollte. Da ich in diesem Bereich nicht unbedingt das Interesse an irgendwelchen bestimmten Loot habe, werde ich den jetzt noch nicht anziehen, sondern erst später. Als ich gerade eben den Sprung vergeigt habe, da hätte ich mir den Ring holen können, mit dem man seine Geräusche ausschaltet, sozusagen. Das kann ich aber jetzt gleich noch wiederholen. So, und hier ist dieser Hebel. Den drehen wir jetzt einmal so und zu der gegenüberliegenden Seite, wo der Hebel halt nicht hinguckt, nämlich jetzt hier, dort wird immer der Felsbrocken hingeschleudert. Und da unten ist eine Wand, die jetzt kaputt ist, plus ein Gegner, der sich da gerade eben angelehnt hat. Wir warten jetzt, bis der Gegner tot ist, dann drehen wir den Hebel in eine andere Richtung. Und dann gehe ich weiter, weil dort was dort ist, dafür habe ich nämlich noch nicht alles da. Nämlich wir brauchen einen Schlüssel, womit wir einen Gefangenen dort befreien können. Und das wird ein weiterer Zaubereilehrer. So, hier geht's dahin, wo ich gerade eben den Sprung vergeigt habe. Stirb. So, gehen erstmal hier in die Richtung, weil ich da glaube ich noch ein Rüstungsset kriege. Ja. Yep. Ja, und ein Zauber, womit ich praktisch dasselbe hätte bewerkstelligen können. Und diese Tür kann man öffnen. Und jetzt kann man ohne Probleme immer wieder zu dem Hebel hin. Aber jetzt gehen wir in eine andere Richtung, um mir den Ring holen zu können. Ja, hier ist alles Mögliche zerbrochen. So, hier ist nochmal ein Gegner. Ich glaube, ich nehme doch lieber noch ein Estus-Flakon. Hi. Ja, hätte ich jetzt nicht den Wolfsring an, hätte der mich ohne Probleme wahrscheinlich umgenutzt. Ja, hier ist das Item.
unter uns ist so eine Art Sumpf oder keine Ahnung, vielleicht ist das so eine Art Öllache oder sowas. So. Aber richtig schön klebriges Öl. Da kann man auch mit dem verrosteten Eisenring langlaufen. Und dort sind mehrere von diesen Titanit-Dämonen, diese großen mit den Stäben. Die sind aber recht heftig, deswegen empfehle ich nicht, die jetzt schon zu machen. Was ich aber noch machen könnte, was ich noch wirklich machen könnte, ist was anderes. Und zwar ist da hinten ein Durchgang. Jetzt treffe ich mich nicht mit deinen Blitzen. So. Und ich versuche jetzt da so einen Riesen umzuhauen. Der, glaube ich, graue Brocken droppt. Und ja. Das ist nämlich der Riese, der einen praktisch hier reingelassen hat, den man in dem Video gesehen hat. Die Kette für das Tor gezogen hat. So. Diese scheinbare Wand lässt sich nicht mit Durchrollen öffnen, anders als die meisten anderen. So, das ist er. Ah, ich muss gleich gucken, ob ich wieso greift er nicht an? Oh, umso besser. Ob ich genug Giftpfeile habe. Ja, normalerweise greift er einen an. Aber es gibt noch mehr davon, dann kann ich euch die Angriffe von denen zeigen. Aber wenigstens einen, den man im Nahkampf platthauen kann. So. Ja, das ist auch ein einzigartiger Gegner. Der kommt nicht wieder. Und hier ist die Kette, die er gezogen hat im Video. Vielleicht sollte ich da unten auch noch eine Nachricht hinterlassen vor dieser scheinbaren Wand für Leute, die es nicht kennen. Ach ja, ich liebe es, Leiter runterzurutschen. So. Pass auf, Orte, scheinbare Wand. Ja, jetzt müssen wir uns wieder durch die halbe Festung bewegen. Aber das ist ja nichts Großes. Nichts Großes in der Tat. Wo ich gerade eben mit so einem riesen Felsbrocken die Wand eingerissen habe, wo der eine Gegner noch stand. Da braucht man nicht unbedingt den Felsbrocken für. Man kann auch den Gegner dazu benutzen, die Wand einzuhauen. Nur funktioniert das nicht immer. Und zwar stellt man sich mit dem Rücken eben zu der Wand hin. Und ja, lässt ihn praktisch die Wand einhauen mit bestimmten Attacken. Aber meistens tut er irgendwas Dummes und er fällt irgendwo runter. So. Ja. Ach, ich hätte auch den kürzeren Weg nehmen können. Was soll's? Gehen wir halt nochmal den Weg hier entlang. Ich hab's nicht eilig. Wie lange sind wir drin? 14 Minuten. Ja, gehe ich noch den Aufzug hoch und mache einen Cut. Übrigens, dieser Aufzug hat zwei Etagen. Oder drei, besser gesagt, nämlich die hier, dort wo man raus muss und dort wo man von Stacheln aufgespießt wird. Das heißt, immer schön in dieser Etage raus. So, ich mache einen Cut.